Super. Bitte. Jesus 1-0, wie fühlst du dich? Ja, bestens, oder was? Besser geht nicht, ne? Knapper Sieg, aber Hauptsache gewonnen, oder was? Hättest du Sachgach gegen Leipzig? Nicht unbedingt, oder was? Gut gekämpft, so ähnlich wie in Köln, oder was? Und dafür wurden wir belohnt heute, oder was? Gänsehautstimmung danach, ne? Das auch, oder was, ja. Hast du ein paar Bier duschen abgekriegt? Ja, hab ich auch, oder was? Das war mega geiles Spiel, oder was? Wie viel hast du geraucht? Weiß ich nicht, hab ich nie gezählt, oder was? Und weißt du, wer Glück gebracht hat heute? Nee. Meine Nichte. Ja, umso besser, oder was? Mida war das zweite Mal im Stadion nach dem Sieg gegen Bayern. Heute das zweite Mal. Und wir haben wieder gewonnen. Ja, perfekt, oder was? Die muss öfter mitgehen, oder was? Das ist auch so ein blonder Engel wie du. Ja, klasse, oder was? Was geht bei dir jetzt? Ja, noch ein bisschen feiern in der Stadt, oder was? Nur mal gucken, oder was? Heinz, wie feierst du heute noch? Wie feiern wir? Wie Schatz kommt. Ist so. Rainer, du Ficker. Ja, du alter Arsch, komm du. Hä, wie war's? Herrlich, wie soll's gewesen sein? Hättest du damit gerechnet? Ich hab sogar mit 2-1 gerechnet. Aber ganz wichtiger Sieg, oder? Ja, aber hallo. Krag gegen Leipzig? Ja, und das genau. Ja, die haben doch auch vorher 7-0 verloren. Dann haben sie jetzt auch einen auf die Stadt gekriegt. Oh, aber der steht wieder. Okay. Das war endgeil, Alter. Ey, ist jetzt gar nichts, Alter. Nein, das ist endgeil. Sieg gegen Leipzig ist endgeil. Hip hoch und hoch, das war Leipzig, Alter. Ich könnte nur mal. Scheiße! 04! Scheiße! 04! Bochum gewinnt das erste Mal gegen Leipzig. Ja. Zweite Sieg jetzt in Folge und du haust jetzt schon ab. Ja. Ist doch scheiße. Ja, scheiße ist es schon, aber mir geht's seit heute Morgen nicht gut. Und da muss man eben nach Hause, oder was? Auch an solchen Tagen. Ja, das ist gerade mal 19.30 Uhr. Ja. Tschüss, oder was? Geht doch jetzt erstmal los. Thomas, wo gehst du jetzt hin? Nach Hause. Ja, was machst du zu Hause? Mich hin. Also, wenn man krank ist, legt man sich hin, Gerrit. Oder was machst du, wenn du krank bist oder dich krank fühlst? Also, du siehst gar nicht krank aus. Ja. Muss man danach aussehen? Ich gehe bestimmt nicht einfach. Aber wir haben gewonnen. Ja, weiß ich doch. Also freust du dich nicht? Ja, freue ich mich. Du hast jetzt, Sarah, alle sind da, Heinz und du gehst. Ja, wenn du dich krank fühlst, was machst du denn? Rennst du durch die Gegend oder was? Ja, dann will ich aber nicht rauchen. Sehr witzig. Ja, wenn ich krank jetzt bin, dann rauche ich doch nicht. Kommt drauf an, was hast du? Was hast du denn? Ja, ich habe nichts mit dem Hals. Was hast du denn? Ja, mir tun die Knochen weh und ich bin müde. Wie oft denn noch, habe ich heute schon gesagt. Beine, Arme, Kopfschmerzen, müde. Und so war ich auch heute im Stadion, oder was? Freust dich gar nicht. Nee, ich tue nur so. Ja. Wenn man sich krank fühlt, kann man die Freude nicht so zeigen. Ne? So logisch. Du springst auch nicht durch die Gegend, wenn du dich krank fühlst, oder was? Ah, die muss ich noch zum Meckes mit ein paar Brötchen. Ja, ey, das muss eigentlich noch zum Abschluss sein, oder nicht? Ja. Ich gebe aus. Du musst doch noch was essen, wenn du krank bist. Ja, komm. Ja, oder nicht? Ja. Wann machst du eigentlich deine erste Meckes-Filiale auf? Ja. Wäre das nicht was? Da brauche ich 500.000. Dann geht das. Dann kann man so. Das wäre ein Traum von dir, oder? Deine eigene Meckes-Filiale? Ja, das wäre klasse, oder was? Wie schmeckt die Zigarette? Ja, schmeckt gut so trotzdem. Ich habe ja nichts mit dem Holz oder was. Ja, du weißt doch, hier ist auch das Festival. Da ist ja eh klar, das Festival. Ah, da ist so die. Hast du einen Lieblingsburger? Mehrere. Einmal alles? Nee, außer dem vegan esse ich nicht. Ansonsten schmecken eigentlich alle was. Ja, komm, dann probieren wir mal den vegan heute. Ich nicht. Ich brauch Fleisch oder was.
Auf Air Jesus, was hast du jetzt geholt? Ein Double Chili Cheeseburger oder was vom McDonald's zum Beispiel. Der ist lecker. Richtung Ennepetal Busbahnhof, Abfahrt in 12 Minuten. Linie SB 37, der ist lecker, oder Richtung Straße. Was zeichnet jetzt den Burger aus? Ja, der ist schön scharf oder was? Schön Käse drauf oder was? Schöne Schießsoße oder was? Esse ich gerne was. Abfahrt um 22.35 Uhr. Wie viel könntest du davon jetzt essen? Am Dienstag. Ja, also 4 Stück, dann wäre ich schon satt, oder was? 2023 wird die Burg-Elbenkirchen-Strafverbindung Gewerkschaften bestreiten. Daher können an diesem Tag keine Fahrten angeboten werden. Es ist 19.50 Uhr. Warum hast du dich heute ausgerechnet für den Burger entschieden? 23. Würdest du auch mal mehr Grip nehmen können oder so? Ja, ich wechsle schon mal oder was. Ne? Ich hatte jetzt Appetit drauf oder was. Einfach nämlich auch Big Mac. Einen Fisch Mac habe ich auch hier drin oder was. Ja. Ich esse ja nicht immer das gleiche oder was. Durftest du als Kind auch schon immer nach McDonald's? Oder hast du das deinen Kindern erlaubt? Ja, ich bin einfach in der Eichel geboren. Da gab es damals kein McDonald's oder was. Ich habe eigentlich mit 12, als mein Vater mich und mein Bruder zum ersten Mal nach Bochum mitgenommen hat, da habe ich erst McDonald's kennengelernt. Kind. Heißt das für dich McDonald's oder McDonald's? Ja, eigentlich McDonald's oder was. Manchmal, ich sage normalerweise Abkürzung Mc's oder was. Dann weiß auch jeder, was ich meine oder was. Jetzt gehe ich zum Bus oder was. Bevor der kommt. Junge. Herr Thomas, wie fühlt sich das an? Du gehst über die Ampel und der Notarzt ist da und die erkennt dich. Ja, finde ich schön oder was, ne? Ist das für dich schon normal? Ja, aber ich finde es immer wiederum liebevoll und schön, wenn die Leute mich auch ansprechen oder was. Ne? Das heißt, so normal ist das ja eigentlich nicht oder was? Wie oft wirst du an so einem Tag angesprochen? Manchmal gar nicht zählen, aber. Was geht dir da? YouTube? YouPorn. So sieht der auch aus. Danke. Gib was essen. Wie hat der Burger geschmeckt? Ja, gut. Lecker. Eine neue jetzt. Wir müssen halt erstmal. Perfekt oder was? Was machst du das, wenn du zu Hause bist? In der Badewanne? Nee, oh, im Bio-Zeit gehen in die Badewanne. Was. Fernsehen gucken und einschlafen. Das mache ich nicht mehr. Was guckst du so im Fernsehen? Astro TV? Nee, ich bin gefallen. Irgendwas Spannendes. Action, Krimi oder was? Guck mal, der leckere Fischmeck. Der ist auch gut. Aber mit Innsberger. Ja, ich glaube, da kommt mein Bus. Toll, da muss ich aufpassen. Man darf ja gar nicht essen im Bus. Aber. Ja, musst du ihn schnell aufessen. Das schaffst du auch eben. Dann esse ich. Der versteckt hinten. Oder? Essen soll man genießen, vor allem sowas. Du sagst mir nicht richtig Tschüss? Ja klar, aber ich muss doch den Bedarf den Bus auch nicht verpassen. Mach's gut. Ciao. Wir sehen uns. Oder? Bis die Tage. Ja.